Hallo zusammen. Hier ist sie wieder. Wurde gewünscht, die abgedatete Liste mit den, jetzt sind es nur noch 71 Aktien. Ich habe zwei rausgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das war. Vinci und noch ein Franzosen. Weil ich habe einfach den Eindruck, das interessiert hier nicht so sehr die französischen Aktien. Mich schon, deswegen habe ich sie drin, aber also auf meinen Listen. Aber hier habe ich es jetzt mal rausgenommen. Außerdem habe ich da noch mehr Platz, weil ich musste hier das eine andere schreiben. Ich möchte das mal erklären, warum jetzt zum Beispiel Werte, die noch positiv sind ohne Verkaufssignal, ist jetzt ASML, die waren hier drin, von 2 in 1 gekommen sind, dass man das mal sieht. Moment. Oder ich mache es mit Adidas. Das war nämlich hier, guck mal, das war genau das Gleiche. Adidas von 2 in 1. Die Adidas waren vor 2 Wochen technisch sehr hoch und hatten hier lang, kurz, kurz, kurz nochmal Verkaufssignal geliefert, hier auch, und retten sich jetzt da wieder rein. Wenn die Adidas jetzt so im Bereich von 324 überbieten, dann ist da erstmal gar nichts. Ja? Uncharted Territories, dann gehen sie weiter. Deswegen, ich habe hier momentan kein Verkaufssignal mehr. Ich habe eine relativ gute Unterstützung hier bei 300 und sie werden überall positiv oder sind weiter positiv. Deswegen stehen die hier drinne. Extremfall ist vielleicht Warta. Wenn man das kommt von 4 Werte, die neutral sind, in Werte ohne Verkaufssignal. Das sind die Warta. Ja, die sahen, hatten hier Verkaufssignal, beziehungsweise hier Verkaufssignal, hier neutral, vom Chart her völlig neutral. Aber die wuseln sich jetzt einfach hier hoch. Die sind jetzt bei 150, fast 151. Ich habe kein Verkaufssignal mehr, weder über den Trendfolger, noch über den Oszillator, noch über den Chart. Ich kann vielleicht sagen, sie sind hoch, aber ich habe kein Verkaufssignal. Deswegen sind die gestiegen von 4 auf 1. Eine AXA brauche ich jetzt nicht zu erklären. Vonovia von 1 in 2. Vonovia, da sind wir hier. Ich bekomme ein Verkaufssignal über den Trendfolger, über die Stochastik. Wir haben einen Shooting Star im Chart, deswegen sind die bei mir eher mit Verkaufssignalen behaftet. Was waren hier Werte, die bereits Verkaufssignale haben? Ich glaube, da muss ich gar nicht viel drüber reden. Gerade sowas wie Amazon oder so, die haben also fast alle gegriffen. Werte, die neutral sind, sind einige, die drinne waren. Vielleicht nehmen wir hier mal ein Beispiel Jenoptik. Ja, machen wir Jenoptik von 6 in 4. Also Werte, die bereits leicht positiv sind, in 4. Das ist jetzt in Optik hier. Ja, die haben einen Widerstand, einmal, zweimal, dreimal. Aber sie sind weiter positiv für den Trendfolger. Sie sind immer noch positiv über den Oszillator. Die gleitenden Durchschnitte auf Wochensicht drehen weiter nach oben. Sind für mich noch immer positiv. Auch hier gilt, wenn die hier rausgehen, dann haben die irgendwo so bei 37 einen Widerstand. Aber klar, das kann, dieser Widerstand hier im Bereich um die 30 ist nicht ohne. Das muss man halt schauen. Aber jetzt, heute, hier und jetzt am Dienstagabend um 19:03 Uhr stehen die so bei mir. Kann ich nichts ändern. Diese Liste, das vielleicht nochmal erklärt, das sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern einfach mal für euch Hinterfragungen, wo in diesen Gruppen steht mein Wert und warum könnte er da stehen. Dann geht ihr auf die Wochensicht und guckt euch das selbst an und dann würde mir das halt bei ihr in der Optik auffallen, okay, die können durchgehen, die können aber auch hier scheitern. Das ist bei mir erstmal neutral. Ja, da muss ich gucken. Wenn sie bei 30,5, 30, 60 schließen, würden die steigen von 4 in 1. Bin mir ziemlich sicher. Dann habe ich halt hier, was haben wir denn hier? iRobot, vielleicht interessant. SMA Solar von neutral in positiv. Werte, die bereits leicht positiv sind, machen wir mal die RWE nochmal als Beispiel. RWE, hier. Dreht hier unten auf relativ tiefem Niveau nach oben, wird hier positiv, hat hier einen Umbrella Doji, ist innerhalb der Bänder. Das geht. Also das, für mich haben die ein bisschen mehr Potenzial als Risiko, aber ist jetzt auch nichts, wo ich mein Haus beleihen würde. Ich kann auch hier nochmal diesen Trend hier legen als Widerstand. Wie gesagt, versteht die Liste bitte einfach nur als mal so ein Ideengeber, wo kann es herkommen. Und nicht mehr, nicht weniger. Ja, und hier stehen jetzt 71 Werte drinne. Da wünsche ich euch viel Spaß damit und happy trading und fette Beute. Bye bye. Ach so, ich kann das nicht alle 2 Wochen machen. Ich habe jetzt eben auch wieder 2,5 Stunden da gesessen, um das mal nachzuvollziehen. Das schaffe ich nicht. Beim besten Willen nicht.
Ich schätze mal eher Bereich alle 4 Wochen. Vorher werde ich das nicht hinkriegen. So, jetzt aber. Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.